Dann schauen wir nochmal. Also wir können nochmal versuchen, das zu knacken. Auch wenn ich ja denke, dass Gwynne wieder ausrastet. Die scheint ja doch recht cholerisch zu sein. Schloss knacken? Nö. Nochmal Schloss knacken? Nö. Vielleicht mal Tirik und Gerugon versuchen, die einzureißen. Aber das ist nicht wirklich, was vorgesehen war, denke ich. Also da stand ja, die Gruppe hört, wie sich eine Türe öffnet. Die Türe ist zu. Also kann die eigentlich nicht gemeint sein. Aber wir probieren es trotzdem mal ganz kurz. Gewaltsam einschlagen. Tür bleibt zu. Gewaltsam einschlagen. Tür bleibt zu. Wut an Brand hämmert Tirik gegen die unbewegliche Tür. Ja. So viel dazu. Sortieren wir mal ganz kurz um. Was kann noch gemeint sein? Also die Geheimtüre oben haben wir ausprobiert. Ich war der Meinung, wir hätten irgendwo noch eine zweite Tür gehabt. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal von da oben die Gänge einmal lang und suche die zweite Notiz, die ich hinterlassen habe. Wir hatten noch eine Notiz hinterlassen hier in dem Raum mit der Werbung. Wegen der Schriftrolle. Hier ist die Frage aus dem Bilderrahmen. Und hier müsste irgendwo die Schriftrollennotiz sein, genau. Aber ich dachte, ich hätte noch eine zweite Geheimtür irgendwo aufgeschrieben. Hier so. Aber da steht nichts. Nee. Die Tür da vielleicht aufgegangen? Ich glaube, nee, die stand offen. Da sind wir rein, haben die Schriftrolle aufgehoben, da ist sie zugegangen. Die Tür kann also nicht gemeint sein. Vielleicht der Ausgang? Die wurde aber von außen von diesem Schuft verriegelt. Ich denke nicht, dass irgendein Mechanismus im Dungeon Vorhängeschlösser draußen öffnen kann. Aber gut, laufen wir noch einmal kurz zu dem Bilderrahmen. Also nach Süden. Geben die Antwort nochmal ein, nur für den Fall, dass es irgendwie verbuggt ist. Sonst laufen wir zum Eingang, gucken, ob ich da vielleicht einen gedanklichen Fehler gemacht habe, die Tür doch aufgegangen ist. Und dann könnten wir noch in den Borons-Bereich gehen und gucken, ob da sich vielleicht irgendwo irgendwas geöffnet hat. Nö, wir können hier nichts klicken, es wird nichts mehr aktiviert. Das scheint wohl soweit durch zu sein. Ha, also Eingang. Eingang müsste westlich und südlich sein. Nicht nördlich. Also erst müssen wir aus dem Schlenker wieder raus. Okay. Jetzt westlich und südlich. Das sieht schon besser aus. Aber ja, definitiv ein Dungeon, der Fex geweiht ist. Also, es ist der Fexenstempel. Aber für mich ist das Ganze eher wie ein Dungeon. So, was war hier? Hier war die Schriftrolle. Karte, was sagst du mir? Du sagst, nee, da oben war die Schriftrolle. Wir müssen nach Süden und dann nach Osten abbiegen. Nach Süden und dann nach Osten abbiegen. So. Hier war die Wurfaxt. Eventuell Sternenschweif. Auch weil die Zauber was anderes besagen. Vielleicht können wir deswegen auch nicht raus. Weil wir Sternenschweif mitgenommen haben. Ist hier noch irgendwas? Hier müsste es eigentlich. Ne, hier war die Sackgasse mit den Mumien. Die wir auch erst ein bisschen später entdeckt hatten. Hier müsste jetzt langsam der Ausgang sein. Genau, da sind die Vorratskisten. Da wird man hier drin nicht verhungert, weil man hier sehr lange sein wird wahrscheinlich. Und da ist die Treppe nach draußen. Ja, ist verriegelt. Nee. Also es hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn sie plötzlich entriegelt worden wäre. Aber man weiß ja nie, wie die Programmierer so gedacht haben. Da sollte man sowas immer prüfen. Aber das haben wir jetzt dann auch nichts gebracht. Dann bleibt wohl nur noch der Borons-Bereich. Auch wenn ich mich da sehr ungern aufhalte. Und unsere Helden wahrscheinlich genauso wenig. Hier sind wir falsch. Oh ja, unsere Helden wahrscheinlich genauso wenig. Weil mit den Göttern sollte man sich echt nicht verscherzen. So, da war die andere Schriftrolle, hier ist das. Erstmal wenig orientieren. Hier durch. Aber was muss, das muss.
Vielleicht müssen wir da doch irgendwas anfassen oder irgendwas machen, was Boron nicht gefällt, um hier rauszukommen. Aber nee, es würde keinen Sinn machen, wenn Fex uns jetzt ein Bein stellen will. Denn wir machen das Ganze ja für ihn. Also wir brechen zwar in einem ihm geweihten Tempel ein, indirekt, auch wenn wir dazu gezwungen wurden, hier einzubrechen. Oh. Aber wir versuchen, die Axt ja für ihn zu finden. Wir wurden ja damit beauftragt. So, hier schimmert was. Ist aber nichts eingetragen. Okay. Können wir dich jetzt öffnen? Bist du auf einer Geheimtür? Ja, bist du, sagt Gwendolyn. Also. Kriegen wir dich auf? Habe ich es nicht gesagt? Eine Geheimtüre. Und jetzt geht sie auch auf. Sehr schön. Also wurde die Tür geöffnet. Von dem blöden Rahmenrätsel. Das ist ja echt ein Heckmeck hier unten. Du heilst bitte nochmal ganz kurz. Wunden heilen. Nicht Gwendolyn. Talent anwenden. Wunden heilen. Gerogon. 12 Lebenspunkte. Sehr schön. Und jetzt gucken, was hier auf uns wartet. Wahrscheinlich wieder irgendein Rätsel oder ein Schalter, um die richtige Tür da hinten aufzumachen. Oder die Geheimtür im Norden. Ist hier aber nur ein sehr langer Gang. Ohne Abzweigung oder Geheimtüren. Oh, Kampf. Aber mal gucken, entweder wieder Priester oder Untote. Zwei Skelette einer Mumie. Da mache ich mal Computerkampf berechnen. Keine Magie. Und Mürrems Bogen ist kaputt gegangen. Na gut, der hat eh nicht ganz so viel gebracht. Es ist echt gut, dass Gerogon und Terek ihre magischen Waffen haben. Also hätten wir gleich mit dem zweiten Teil angefangen, dann wären wir aufgeschmissen gewesen. So. Die Sichel von Yallen ist zerbrochen, aber die können wir wohl wieder reparieren. Hoffe ich einfach mal, weil die bringt ja einen Bonus auf Kräuterkunde. Das würde ich ungern verlieren. So. Da ist schon wieder so ein Bilderrahmen. Ich will nicht. So, was haben wir hier in der Nische? Nix. So, also ein Bilderrahmen und eine Sackgasse. Dann gucken wir mal. Was zur Hölle? Fex. Keine Ahnung. Ist das ein. Soll das ein Pferd darstellen? Das ist Rondra, der Löwe. Oder die Löwin. Ist das ein Rabe? Dann Boron. Ist die sich beißende Schlange? Das müsste Zar sein. Pereine. Die beiden verwechsel ich immer. Oh ne, die Salamander war Zar. Was war die Schlange? Ich suche Fex. Ah, da ist Fex. Fex und Fex. Also es ist schon mal kein... Wie heißt das? Nicht Domino? Das ist Boron. Auf jeden Fall. Da ist noch ein Fex. Ah, da ist Fex, da ist Fex, da ist Fex. Mann, Mann, Mann. Als ich die drei Felder aufgedeckt habe, hört ihr ein leises Klicken in der Wand. Doch sonst geschieht nichts weiter. Was war das denn, grübelt Gwendolyn. Das war... Oh. Nee, doch nicht. Also das war... Man zeigt, wie Gerogon nicht die Zeichen der Götter kann. Das war das. Aber ich denke mal, die Geheimtür jetzt ganz im Norden wird irgendwie aufgegangen sein. Schauen wir mal. Dazu müssten wir jetzt einfach nach Norden, 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 links an der Wand lang und dann dahin. Okay. Links einfach an der Wand lang Richtung Norden halten. Das dürfte ich hinbekommen. Aber ja, irgendjemand ist bestimmt so lieb und schreibt in den Kommentaren, welches Symbol was genau bedeutet. Damit wir alle auch ein bisschen was dazulernen. Ist ja auch immer wichtig. So, da ist die Geheimtür, die jetzt hoffentlich auch aufgeht. Habe ich es nicht gesagt, eine Geheimtüre. Und jetzt geht sie auch auf. Sehr schön. So, und hier werden wir jetzt irgendwas finden müssen, um die eigentliche große Tür aufzubekommen. Wahrscheinlich finden wir aber erstmal wieder einen Kampf, den Terek und Gerogon alleine bestreiten werden müssen.
Noch mehr Werbung. Und eine Geheimtür. Vielleicht gibt es da einen Trick. Nein! Wie sollen wir denn? Habe ich irgendwo was übersehen? Ja, das ist die Werbung. Die macht nichts Besonderes. Habe ich irgendwo einen Bilderrahmen übersehen? Schaut nicht so aus. Auf der anderen Seite auch recht schwer zu erkennen. Nee, ich sehe hier keinen. Da kamen wir rein. Ich gehe mal ein bisschen langsamer. Gucken wir mal die Wände an. Da flackert was, aber das ist ein Eckstein, der wird nichts sein. Ich klicke mal ein bisschen an den Wänden rum, ob da irgendwas ist. Nee. Es muss aber in diesem Bereich sein. Alles andere haben wir doch schon abgedeckt. Oder ist mit dem Einklick jetzt die Geheimtür hier im Norden aufgegangen und die große Tür? Das wage ich irgendwie zum Zweifeln. So, da ist die Geheimtür. Ja, nach Osten. Das heißt, würde ich hier hinführen, eventuell hinter die Tür. Also auf der Karte sieht man schon mal nichts, das irgendwie darauf hinweisen würde, dass da so ein Bilderrahmen ist. Das hat man hier ja auch nicht gesehen. Ich glaube, ich mache das mal anders. Ich klicke mal auf die Optionen. Spieloptionen. Und mache schrittweises Gehen mal wieder an. Und gehe dann wirklich Schritt für Schritt jede Wand einmal ab. Das kennt ihr ja bestimmt noch aus Legend of Grimrock. Super spannend, aber muss halt. Anscheinend, auch wenn ich das ein wenig albern finde. Also wenn jetzt so ein Bilderrahmen irgendwo in so einer kleinen Nische halbwegs versteckt ist von der Grafik. Aber es schaut nicht so aus. Wehe, hier ist jetzt irgendwo nur ein loser Stein eingezeichnet. Mit genau der gleichen Grafik sonst, das wäre... Da? Nee. Werd jetzt schon paranoid und sehe irgendwo Schalter, wo keine sind. Nee. Hier ist der Ausgang. Ist vielleicht im Ausgang irgendwo? Nee. Hier ist noch ein kleiner Abschnitt im Westen. Oder im Osten. Nee. Nee. Aber doch Westen. Aber hier ist auch kein Bilderrahmen. Nö. Okay, wir probieren es. Also erstmal schalte ich wieder das andere Gehen ein, weil das ist mir so ein wenig zu ruckelig. Schrittweises Gehen aus. Das andere macht zwar ein wenig seekrank, aber das ist mir doch irgendwie lieber. So, Gwendolyn. Komm schon, das kriegst du irgendwie hin. Nö. Ich bekomme sie beim besten Willen nicht auf. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick. Wenn ja, würde ich ihn gerne wissen. Ist auch wirklich nur die Werbung? Ja. Na gut, gehen wir mal zur Haupttür zurück. Ob die vielleicht irgendwie aufgegangen ist in der Zwischenzeit. Sind wir da jetzt richtig? Nach Osten, dann nach Süden und Osten. Nach Osten, genau. Süden. Süden, Osten. Schloss knacken. Nein. Und sie hämmert wieder gegen die Tür. Nee, lass mal. Du hast ja schon zwei Zehen gebrochen, glaube ich. Also ja, wir haben die eine Geheimtür gefunden. In dem Bereich haben wir noch ein Rätsel gelöst, haben dann damit die Tür hier oben geöffnet. Also muss in diesem kleinen Bereich eigentlich die Möglichkeit sein, die nächste Tür zu öffnen. Weil alles andere haben wir schon abgeklappert. Und wir haben dieses Mosaikrätsel ja auch anscheinend richtig gelöst. Wo war das Mosaikrätsel? Das war hier unten, ne? Da gehen wir nochmal hin. Und wir nehmen einfach mal einen anderen Gott.
Zum Beispiel Boron. Gucken, ob der auch dreimal vorhanden ist. Vielleicht kommt dann irgendwas in den Boron-Bereich des Dungeons, was uns weiterhelfen kann. Mann, Mann, Mann. Also ja, die Dungeons sind wesentlich interessanter als im ersten Teil. Also jedenfalls den einen hier, den ich bisher gesehen habe. Und wir können da nicht mehr dran rumdrücken. Das ist schade. Aber die Idee fand ich gar nicht mal so schlecht. Okay, dann gehen wir jetzt einfach so in den Boron-Bereich. Und hoffen, dass sich da irgendwas getan hat in der Zwischenzeit. Und sonst wüsste ich langsam nicht mehr, was wir noch machen könnten. Also erst müssen wir nach Norden wieder. Gucken, wo wir sind. Links an der Wand halten. Links an der Wand halten. Und hier ist die eine Tür. Soweit, so gut. Hier ist der Geheimgang, wo wir jetzt nicht weiterkamen. Und hier müssten wir in den Bohrenbereich kommen. Jo. Müssen wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Aber erstmal abspeichern. Neu. Jo, LP024. Und wir sehen uns gleich wieder.